Hallihallöchen, meine Freunde, und willkommen zum 24. Part von Let's Play FIFA 13 Ultimate Team. Oh yeah. Wir suchen uns auch gleich einen Gegner. EAFC nicht verbunden, ist mir sowas von kacke egal. Gegen was für ein Team spiele ich? Wahrscheinlich wieder Premier League. Ah, ein Serie A Team. Ja, mit Sirigu im Tor. Cavani IF. Nicht schlecht. Sirigu, den linken zentralen Innenverteidiger, kenne ich nicht. Dann Chiellini, Ogbonna, De Rossi, Gargano, Giovinco, Biabiani, Pirlo im Sturm, Pato mit Cavani. Cavani ist schon recht krass IF. Das könnte ein spannendes Spiel werden. Wir sind beide ein bisschen Pace angelegt. Gut, wäre es das heutzutage in FIFA schon nicht. Aber hier, Lukas holt sich den Ball. Zack, das ist das 1:0. Eiskalt vor dem Tor. Zweite Minute, 1:0. Lukas. Also so ein Blitzstart ohne Anstoß zu haben, nicht schlecht. Aber es laggt ein bisschen, habe ich das Gefühl. So, jetzt Hull. Ah, spielt er extra die vielen Fehlpässe oder? Oh, sehr gut gemacht von Ramirez da links. Sehr schön. Jetzt Flanke, Pato. Oh, da hat er mit einem Seitfallzieher geklärt und jetzt wieder Pato und Sirigu hält den Ball. Ne, es war Raphael mit seinem rechten Fuß. Er ist ja Linksfüßler, der liebe Raphael. So, jetzt Gargano. Die Grätsche missglückt und jetzt zweitet er. Nein, aber Cavani. Oh! Er wollte ein Seitfallzieher-Tor machen. Allerdings geht der Ball drüber. Glück für mich. So, dann machen wir das wieder so mit dem schnellen Lukas. Allerdings verliert er gegen Ogbonna das Duell. Und wer ist da verletzt am Boden? Kaká ist es. Die 7, oder? Ne, 7 ist doch Hulk. Ne, Pato ist es. Ramirez zu Bastos. Lukas. Oh, Pato. Hat das Plus bei sich. Sprich, er ist leicht verletzt, aber er kann ja wieder rennen. Das spätestens in der zweiten Halbzeit ist es wieder gut. Oh, sehr riskanter Pass von Kaká. So, jetzt Bastos. Zu Marcello, aber den hat er nicht mehr. Das war ein schlechter Pass von Bastos. So, jetzt Cavani wieder. Er hat uns gezeigt, er kann Zeitfallzieher, allerdings kann er sie nicht im Tor versenken. Oh, sehr schlecht gemacht. Gamberini ist der Verteidiger, den ich nicht erkannt habe. Und seht ihr, das ist Timing. Den Gegner irritieren, der greift mich nicht an. Ich laufe und dann plötzlich drehen und grätschen. Das funktioniert immer. So, jetzt Kaká. Hulk! Oh, wie kann man den nicht machen? Ich habe eigentlich in die andere Ecke gezielt, aber ja. Oh, jetzt Daniele De Rossi gewinnt gegen Dede das Duell. Oh! Nein, abseits! Alter, das wäre so geil gewesen. Schießt der Raphael einfach so. So knapp ist es gewesen. So knapp. Und es war, glaube ich, nicht mal Kaká, der im Abseits war. Ja, da hat er auch mein Gegner jetzt Glück. Und what are you doing? Zum Glück hat er den Lauf abgebrochen. So, jetzt Lukas. Zeig uns deine Schnelligkeit. Ui. Ja gut, schieß einfach mal. Naja. Unter einem Schuss habe ich was Besseres erwartet. Und da wäre ich fast mit Pato durchgekommen. So, jetzt Pirlo. Zu Pato. Ja, da geht nichts. Hätte ich gedacht, der geht rein, weil Cavani ist, so viel ich weiß,
recht kopfballstark. Und wie viel Pace hat denn eigentlich der Chiellini? Ich weiß es gar nicht. Der hat immerhin gerade ein Laufduell gegen Pato gewonnen und der hat einen 89. Oh, jetzt Pirlo und gut gemacht von Dede. Ich muss kurz husten. So, tut mir leid, ich bin leider immer noch ein bisschen krank. Und der war draußen, oder? Ne, der war nicht. Ja, gut, jetzt. Da hat ihm der Lag einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und was war das von Hulk? Was war das von Hulk? Boah, fast das 1:1 wegen diesem schlechten Einwurf von Hulk. Mann, Mann, Mann. Was machst du da, Giannilco? Und das gibt Abstoß. Ne, das gibt wieder eine Ecke. Aber diesmal ist Diego Alves da. Jetzt muss es schnell gehen. Sein Ogbonna ist nicht hinten. Dafür Biabiani. Da haben wir Bastos gegen Biabiani. Biabiani mit 96 Pace. Ja. Oh, jetzt gibt's Freistoß. Das ist natürlich gut. Mach eine gute Flanke, Bastos. Die kommt gut. Aber leider nicht gut genug. Und was war denn das, mein lieber Felipe? Ja, da läuft er natürlich mit Pato einfach mal durch. Aber die Flanke sehr schlecht. So, jetzt machen wir das mal so. Daniele De Rossi ist nicht schneller als Pato. Pato setzt sich durch gegen zwei. Perfekte Flanke, das ist Kaka mit dem 2:0. Sensationell gemacht von Pato. Eine klasse Flanke und dann ein Hammer mit seinem schwachen Fuß. Und zwar dem linken zum 2:0 von Kaka. Sensationell. Ich glaube, wenn ich jetzt hier gewinne, ist der Aufstieg schon sicher. Und das war eine sehr starke Parade von Diego Alves. Der ist halt einfach ein richtig krasser Torwart. Da kann niemand etwas sagen. Und wieder so eine herrliche Parade. Jetzt einfach mal nach vorne mit dem Ball. Ja, das war der rechte Fuß von Bastos. Der ist halt nicht der Starke. So, jetzt Kaká. Pato lossiert Lukas, aber da steht Ogbonna. 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 Na, na, na. Jetzt Pato gegen Chiellini. Kopfball in die Mitte. Bastos mit links. Und Sirigu hält den eigentlich ohne Probleme. Ja, da musste ich eben gerade schießen, weil da ist der Gegner von hinten gekommen und der Ball wurde nicht gut angenommen von Bastos. Ich hatte keine andere Wahl. Ich frage mich, warum er Gargano im Mittelfeld hat, statt eben Boateng oder Vidal. Und das ist natürlich sehr viel Glück. In der 45. ist ja wieder mal klar, dass es in der 45. passiert. Andrea Pirlo, sehr viel Glück bei diesem Tor. Was man bei meinen Toren ja nicht sagen kann. Glück, gut, das 1:0. Da hat er sich wahrscheinlich ein bisschen blöd angestellt, sage ich jetzt mal. Und jetzt ist Halbzeit. Tja, 2:1 leider. Das Spiel bleibt spannend. Lukas und Kaká, die Torschützen bei mir. Bei ihm der alte Knacker Pirlo. Er hat sogar mehr Ballbesitz, der Junge. Aber ich bin am Gewinnen. Ich bin ein Gewinner. Pato. Oh. Oh, Lukas, what are you doing? So, los, Hulk, los, los, los. Oh. Ja, jetzt hast du noch den Hulk verletzt, du verdammter Hurensohn. Schon der zweite in diesem Spiel. Mann, 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 deine scheiß Mama, ey. Deine scheiß Mama. So, jetzt Ramirez. Nos problemas.
So, jetzt komm, Lukas, zeig, was du kannst. Lukas! Pato! Golasso! Oh yeah, mach das, was Cristiano Ronaldo bei mir macht. Zeig deine Oberschenkel. Ich hab zwar fettere wahrscheinlich als du. Nee, das wahrscheinlich nicht. Gut, Pato hat wahrscheinlich nicht allzu viele Muskeln, weil er ja sehr viel verletzt ist. So, da ist der zweite Vorsprung wieder und das ist sehr wichtig. Jetzt wieder Pato. Soll ich sweaten? Nein. Zack, Pato kann es auch mit dem Außenriss. 4-1, Baby. So macht man das. Ganz einfach. Zack, zack, zack. Und das Ding ist drin. Na geht doch. Lalala. Und ihr habt vielleicht ein kleines Mausklicken gehört. Ich war kurz in der Web-App bei meinem Road to Glory-Account. Ich habe nämlich wieder ein bisschen getradet. Und wieder 3 Silberspieler gekauft für 200 Coins und kann sie jetzt für mindestens 238 abstoßen. Dieses Traden lohnt sich mehr als das mit den Goldspielern, weil mehr Leute mit Goldspielern traden. Und Gamberini, der ist irgendwie nicht so langsam. So, jetzt Bastos. Pato, mach einen Hattrick! Oh, der war schlecht. Das ist nicht mal Eckball. Heieiei. Weil ich denke mal, das Spiel ist mehr oder weniger entschieden. Ja, komm, Ramirez, schieß auch mal. Oh, den hast du, komm. Ah, schade. Ja, gut, hat... Uiuiuiui. Da lohnen sich die 96 Pace doch, aber gegen Santana... Kannst du nicht einfach so durchrennen, der ist ein Monster. Und ich dachte, das ist Pato. Oh, sehr böse. Sehr gerissen hat er das gemacht. Jetzt Cavani, IF. Oh, der Pass kommt durch und das ist das 4-2, Alexander Pato. Es wird wieder ein bisschen eng. Ich habe zwar noch einen 2-Tore-Vorsprung, aber der kann schnell mal weg sein. Jetzt gehen wir mal nach hinten und gewinnen mal ein paar Minuten. Das ist halt alles Taktik. Seht ihr? Er greift mich nicht an. Also kann ich das machen. Oh, der war doch noch recht gut, der Ball. So, jetzt Lukas zu Pato. Und er kommt nicht an den Ball. Hulk mittlerweile nicht mehr angeschlagen. Oh, komm. Sehr schön. Und was war jetzt? Abseits. Okay, abseits. Lukas gegen Ogbonna. Lukas gewinnt und der Pass allerdings missglückt zu Pato. 70. Minute, 50-50 Ballbesitz. Also ziemlich ausgeglichen. Aber jetzt Santana mit einem kapitalen Fehler. Das ist das 4-3 von Cavani. Ja, das gibt's doch nicht. Santana, das ist alles nur deine Schuld. Da müsste mal ein Thiago Silva oder so kommen. So, jetzt muss ich das Zeitspiel machen. Allerdings greift er mich mit 2 an. Ach du Scheiße. Halt den Ball lieber ein bisschen, Diego. Und jetzt weg damit. Also das wird nochmal sehr, sehr knapp. Das wird sehr knapp. So, jetzt da, rechts. Oh, aber warum läuft denn Lukas? Egal, da ist Pato. Kaka, das ist das 5-3. Schalalalala. La. La. Schalalalala. La. 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 La.
Kaká, Doppeltorschütze jetzt. Ja, das kann kein Sieg mehr für den Gegner werden. Drei Tore schießt er jetzt nicht. Vor allem, wenn er wieder solche Fehlpässe macht. Ui, was macht Marcello da? Hat einfach angehalten, der Junge. Gut, so einen langen Kopf oder Hals hat jetzt Cavani auch wieder nicht, Kumpel. So, machen wir noch das 6-3. So, Pato, Lukas. Oh, da hätte ich einen Rainbow Flick probieren sollen. Oh, Pato, what are you doing? Gargano. Ja, jetzt probierst du einen Rainbow Flick, obwohl ich es gar nicht wollte. So, Hulk. Zack. Ah. Er hat genau gewusst, dass der einen krassen Schuss hat. Nein. Oh. 5 zu 4. Was machst du da? Alter. Nein, da steht doch einer. So, schieß den Scheißball weg, ey. Einfach weg mit der Scheiße. So, los. Bastos. Oh, Bastos. Ich stoß dich ab, wenn ich jetzt ein Tor bekomme. Sehr schön, weg. Einfach weg mit dem Ball. So, komm, jetzt gerade so angreifen. Boah, ist natürlich kein Foul, oder? Alter, was machst du? Ja! Das ist der Sieg. Das ist der Sieg. 5 zu 4. Wie Schalke 04 gegen Hannover. Pato, Mann des Spiels mit einem 9,8. Lukas 9,7. Der Schwächste war Marcello. Ich hätte Santana das schwächste, die schwächste Bewertung gegeben. Bei ihm Sirigu und Pato. Die Innenverteidigung war ganz schwach. Gamberini vor allem. Tja, 526 Münzen. Und das ist noch nicht der Aufstieg. Wenn ich jetzt beide Spiele gewinne, werde ich noch Meister. Ein Spiel und ich werde... Also ein Sieg und das ist der Aufstieg. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie das geklungen hat. Wahrscheinlich sehr gepoppt. Das ist so eine Art. Die EAFC-Server sind derzeit nicht verfügbar. Deine Mutter ist nicht verfügbar. Boom. Und das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder mit meinem Silberteam. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Tschüss.